hat man sich bei der Domain-Offensive einen Webspace-Account gekauft, hat man auch Mails dazu bekommen und wie man die in Outlook einrichtet, schauen wir uns jetzt an. Prinzipiell kann man natürlich auch einfach dem Wissenseintrag oder dem Wiki-Eintrag folgen, aber wir machen das jetzt mal hier im Video. Ich bin hier mal in meiner Parallels-Config eingeloggt und habe mir hier eine Mailadresse angelegt. Beim Anlegen bekommt ihr dann Benutzername und Passwort mitgeteilt. Das sieht bei mir jetzt erstmal so aus. Wichtig ist auch diese URL hier, die sehe ich, wenn ich mich hier auf der Hauptseite einlogge, auf Webspace klicke und bei meinem Paket steht dann diese URL da. Da steht im Grunde eine Nummer, die ich wissen muss. Also bei mir ist das die 1. Und jetzt fangen wir mit der Outlook-Einrichtung an. Ich suche nach Outlook und starte das. Und als erstes gebe ich mal hier meine Mailadresse ein. Wichtig ist jetzt, dass wir hier die erweiterten Optionen auswählen und hier einen Haken setzen. Jetzt klicke ich erstmal auf Connect. Hier wähle ich jetzt IMAP aus und jetzt werde ich nach einem Passwort gefragt. Das Passwort habe ich mir hier rausgeschrieben, kann ich also einfach kopieren. Obwohl ich jetzt Advanced angehakt habe, streikt hier Outlook ein bisschen. Ich kann jetzt im Grunde eingeben, was ich will. Das wird nicht zum Erfolg führen. Ich kann jetzt aber einfach mal hier den richtigen Benutzernamen schon mal eintragen. Um den Server kümmern wir uns gleich. Hier gehe ich jetzt auf Change Account Settings. Eventuell habt ihr die schon früher so zu sehen bekommen. Also imapusefulvid.de ist erstmal Quatsch. Wir brauchen hier webspace1.do.de. Kann bei euch eine andere Zahl sein, also einfach im Benutzerkontrollzentrum nachschauen. Was benutzen wir bei Incoming Mail, also bei dem IMAP-Server? Dort im Field DO 143, genau, war falsch. Domain Offensive empfiehlt hier die 143 und wir sollten hier Start TLS auswählen. Ich versuche auch immer das mal anzuhaken, sehen wir ja gleich, ob es funktioniert. So, da hat er sich auch eine schöne URL ausgedacht, die ist natürlich auch völliger Quatsch. Und dann nehmen wir auch die hier und da kann man Port 520 nehmen oder den Port 587. Auch hier sollte man eine gute Verschlüsselung einstellen. So, ich hake das mal an und gehe auf Next. Passwort müsste ja noch drin sein von vorhin und nochmal Connect. So, er hat immer noch nicht gerafft, dass wir einen Benutzernamen haben, aber das ist halt Outlook, da machst du nichts. Und wir nehmen jetzt nochmal den richtigen, tun auch nochmal das Passwort sicherheitshalber reinkopieren und okay. So, und jetzt sagt er hier, er hat ein Problem mit dem SMTP-Server. Ja, das habe ich eingebaut, den Fallstrick. Es gibt nämlich Router, die den Port 25 blockieren. Das habe ich jetzt mal in meiner Fritzbox aktiviert. Und deshalb gehen wir jetzt hier auf Change Account Settings und nehmen jetzt hier den empfohlenen Port, nämlich die 587. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Und das ist halt auch wieder Outlook. Kapiert hat er nichts. Wir tragen jetzt wieder den anderen Nutzernamen ein und auch nochmal das Passwort, obwohl der das wahrscheinlich schon drinstehen hat. Jetzt scheint es ja geklappt zu haben. Ich könnte jetzt noch eine weitere hinzufügen, aber das bleibt jetzt erstmal so. Das heißt, auch diese SPA-Authentifizierungsmethode hat geklappt. Wir können auch mal gucken, was die hier empfehlen. Die empfehlen das jetzt hier nicht, aber ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Klingt zumindest sicher, ich weiß nicht, was es ist, aber klingt gut. So. Das lasse ich mal raus. Let's set up my account manually. Nein, das wäre, wenn ich einen neuen haben möchte und fertig. Jetzt habe ich hier meine Inbox und dann kommt auch gleich die Testmail an. Von daher, all das so, wie es sein soll.